Geisterstationen ohne Züge, statt Gleise asphaltierte Straßen in der U-Bahn-Trasse. Seit mittlerweile 12 Tagen ist die Linie U4 zwischen Hütteldorf und Hietzing gesperrt. Ob bei der Großbaustelle alles nach Fahrplan verläuft und wie die Fahrgäste mit dem Ersatzverkehr zurechtkommen, hat sich Florian Kobler angeschaut. Station Hütteldorf. Das Laufen zur S-Bahn zahlt sich aus. Das sagen sogar die Wiener Linien. Denn 10 Minuten muss man mindestens auf den nächsten Zug warten. Die Fahrgäste haben sich bereits an den Ersatzverkehr gewöhnt. Naja, man muss sich vorher erkundigen, ein bisschen mit was man fährt. Also ich fahre mit der S-Bahn, mit S45, für mich passt alles soweit. Bequemer war es natürlich mit der U4, aber alles geht einmal repariert. Nur der Zusatzbus U4Z kommt nicht so recht in Fahrt. Der wird angenommen, aber eben nur als zusätzliches Angebot. Man sieht auch, sozusagen, es sind durchaus Menschen, die den Bus brauchen und verwenden. Aber für die meisten ist eine andere Alternative, zum Beispiel in der S-Bahn sitzen zu bleiben, die bessere Variante. Auch bei den Baustellen geht einiges voran. Zwischen Hütteldorf und Obersankt Veit werden gerade die alten Otto-Wagner-Gewölbe freigelegt. Sie bekommen eine neue Abdichtung. 10.000 Meter Gleise sind im Baustellenbereich bereits abgetragen worden. Die Gleise wurden in Teile geschnitten und auf einen Lagerplatz im Bereich Auhof gebracht. Dort werden die Schienen ausgetauscht. Das heißt, die alte Schiene von den Schwellen getrennt. Es werden neue Schienen mit den alten Schwellen wieder verbunden, die dann in weiterer Folge wieder eingebaut werden. Und zwar ab Juli. Bis dahin ist noch viel zu tun, etwa in der jetzigen Geisterstation Braunschweiggasse. Im Hintergrund sieht man schön, wie der Gleisschotter entfernt wird, aufgeladen auf LKWs. Für die LKWs ist nun dort, wo früher U-Bahn-Gleise waren, eine neue asphaltierte Straße gebaut worden. Sie soll bereits in 7 Wochen wieder abgetragen werden, denn dann wird die Baustelle bis Schönbrunn ausgeweitet. Bis dahin heißt es für die U-Bahnen noch in der Station Hietzing, bitte wenden. Und zu Verzögerungen im Autoverkehr kommt es zeitweise vor der Kennedy-Brücke, weil dort ja eine Fahrspur weniger zur Verfügung steht.